Moin moin liebe Sensusport Community, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mein Name ist Henning und wir machen heute drei Einstiegsübungen auf dem Sensusport für eure Arm-, Bauch- und Beinmuskulatur. Wir werden jede Übung 10 bis 15 Wiederholungen machen, dabei drei Sätze. Das Sensusport hat in der Mitte unten eine Kugel und außenrum sind elastische Seile. Diese verbessern eure Koordination nachhaltig und effizient bei den Übungen. Wenn ihr zu Hause kein Sensorboard habt, könnt ihr die Übung ohne Probleme auf einer Fitnessmatte mitmachen. Bevor wir richtig loslegen, machen wir uns kurz warm. Let's go. Wir kommen auf das Sensorboard im Liegestütz und wir drücken uns einmal hier runter und kommen hoch in das umgekehrte V. Wir halten hier die Spannung, kommen runter und drücken uns wieder hoch in das umgekehrte V. Einmal noch. Kommen hier runter. Und drücken uns in das V. Prima. Die erste Übung für heute für unsere Armmuskeln. Wir kommen auf das Sensorboard. Schulterbreit. Denkt daran, dass hier ein 90-Grad-Winkel entsteht im Vorwärtsplank. Drückt euch hoch, habt Körperspannung und seid gerade. In etwa Schulterbreit könnt ihr gerne nach vorne gucken. Und wir halten hier 10 Sekunden. Bleibt in der Atmung entspannt, aber habt volle Spannung im Körper, in den Beinen bis in die Arme. Wir halten hier noch 3, 2, 1 und absetzen. Die nächste Übung ist für die Bauchmuskulatur. Das heißt, wir setzen uns auf das Sensorboard, stützen uns hinten leicht ab, strecken die Beine, ziehen die Schultern weg von den Ohren und kommen ran mit den Beinen und strecken. 10 Mal. Denkt daran, auszuatmen, wenn ihr streckt. Ausatmen, wenn ihr streckt. Noch 5, 4, 3, 2, 1 und ab. Nächste Übung ist, wir stellen uns auf das Sensorboard in etwa hüftbreit, Rücken gerade, tarieren das Sensorboard aus, fixieren gerne einen Punkt vorne an. Das macht es ein bisschen einfacher für die Koordination. Rücken gerade. Achtet darauf, dass die Kniescheibe nicht über die Zehenspitzen nach vorne ragt. Und wir halten hier noch 3, 2, 1 und ab. Wir kommen wieder in den Vorwärtsplank auf dem Sensorboard. In etwa schulterbreit, 90 Grad Winkel zwischen Unter- und Oberarm. Drücken uns hoch, absolute Spannung in den Beinen, in den Armen, im Rumpf, kontrollieren die Atmung, halten die Spannung. Versucht hier nicht einzusacken, sondern bleibt gerade und schwebt über dem Sensorboard. Noch 3, 2, 1 und ab. Ja, die Übung kennt ihr schon, wieder hinsetzen. Auf das Sensorboard, Arme hinter dem Rücken, Beine strecken und ranziehen, ausatmen, wenn ihr streckt. Denkt daran, gerade Rücken, die Schultern weg von den Ohren ziehen. Noch 5, 4, 3, 2, 1. Achtet darauf bei dieser Übung, wenn ihr streckt, es ist wie ein Boxer, der bei der Punch-Bewegung seine volle Energie auslädt und dabei ausatmet. So machen wir das auch bei dieser Übung. Wenn wir uns strecken, atmen wir aus. Wenn wir ranziehen, atmen wir ein. Nächste Übung, wieder in den Stand.
hüftbreit auf das Sensorboard. Wir tarieren aus, kommen tief, atmen, kontrolliert, gucken nach vorne, Rücken gerade und bleiben hier in der Position noch 5, 4, 3, 2, 1 und ab. Ja, letzter Durchgang, wieder in die Plank-Position auf dem Sensorboard, schulterbreit, Hüfte hoch, Beine in etwa auch hüftbreit, absolute Spannung in den Zehenspitzen, im Rumpf, in den Schultern, Atmung kontrollieren, noch 5, 4, 3, 2, 1 und ab. Setzen uns wieder auf das Sensorboard. Arme nach hinten, Beine hoch, ranziehen, ausstrecken. Ranziehen, ausstrecken. Noch 3, 2, 1 und ab. Ja, letzte Übung für heute. Wieder auf Sensorboard stellen. Austarieren, tief kommen und hier halten. Noch 5, 4, 3, 2, 1 und absetzen. Ja, ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich bin richtig ins Schwitzen gekommen. Das waren 3 Einstiegsübungen auf dem Sensorboard. Ich freue mich aufs nächste Video. Ich hoffe, ihr seid auch mit dabei. Bis zum nächsten Mal. Ciao.